Hallo und herzlich willkommen zur dritten Liga hier bei uns auf Krone TV. Der neue Spielstart stand am Wochenende im Programm. Aber zuvor ist das Lachen den meisten Clubs aus Niederösterreich so richtig vergangen. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner hat sich nämlich mit einer Aussage alles andere als beliebt bei den Vereinen gemacht. Denn sollte ein Bezirk die Ampelfarbe Orange aufweisen, dann sind ab dem 1. Oktober bei den Spielen keine Zuschauer mehr erlaubt. Die Clubs wollen das natürlich nicht auf sich sitzen lassen, vor allem die Ostligisten nicht, denn alle haben ja ein Präventionskonzept ausgearbeitet, um Zuschauer beim Spiel zuzulassen. Der niederösterreichische Verband sieht da natürlich auch ein Riesenproblem und wird sich morgen Dienstag im Zuge der Präsidiums- und Vorstandssitzung mit der weiteren Vorgangsweise befassen und die Vereine umgehend informieren. Derzeit werden mit den Admira Juniors Leobendorf, Stripfing, Machfeld, Mansdorf und dem ersten Wiener Neustädter SC einige Vereine der Niederösterreicher betroffen. Einen Club lässt das aber alles kalt, denn der ASK BSC Bruck an der Leitha gehört zwar dem niederösterreichischen Verband an, doch das Parkstadion liegt in Bruckneudorf und somit im Burgenland. Die Ampelfarbe ist daher den Bruckern egal. Obmann Johann Rödler will aber trotzdem keine schlafenden Hunde wecken. Jetzt aber genug vom politischen Hickhack und Corona. Wir wollen das runde Leder endlich wieder rollen sehen. Die dritte Liga hat nämlich am vergangenen Wochenende die sechste Runde hinter sich gebracht. Allerdings hat es wieder einmal nur vier Spiele gegeben. Zweimal fiel wieder ein Match Corona zum Opfer. Die Partien Wiener Viktoria gegen Stripfing und Admira Juniors gegen Leobendorf konnten nicht angepfiffen werden. Starten wir jetzt aber gleich mit der ersten Partie. Und da standen sich mit dem FC Machfeld Mansdorf und dem SC Neusiedl am See zwei Tabellennachbarn gegenüber. Die Burgenländer haben einige Experten in der hinteren Tabellenregion erwartet, aber die Machfelder sicher nicht. Im letzten Jahr holte die Janker Elf noch den Abbruchmeistertitel, doch viele Abgänge und starke Gegner zu Beginn der Saison ließen die Mansdorfer bislang nur einmal jubeln. Jetzt dürfen Strapejevic und Co. nach einer gefühlten Ewigkeit auch noch einmal zu Hause antreten und das soll es natürlich gleich mit dem zweiten Saisonsieg klappen. Aber die Neusiedler sind sicherlich nicht nach Mansdorf gekommen, um die Punkte kampflos den Niederösterreichern zu überlassen. Einen Heimsieg, das wünschen sich die Mansdorfer im Spiel gegen Neusiedl am See. Ja, lang ist her, dass die Janker Elf zu Hause wieder jubeln durfte. Das erste Heimspiel nach knapp einem halben Jahr geht eben gegen die Burgenländer über die Bühne. Die erste Möglichkeit, Patrick Kinzel mit einem Weitschuss nach einem Steinacher Eckball. Die Neusiedler also in Weiß, Mansdorf in gewohnten Blau in der Heimat. Und Kinzel probiert sich wieder mit einem Freistoß, aber für Petermann nichts anderes als Fangübungen. Mit der Zeit wird Mansdorf stärker. Pessl auf Opong, der ist schnell. Samuel Opong auf Oroshi, was macht der? Der trifft die Stange nur. Unfassbare Möglichkeit für die Janker Elf in Führung zu gehen und Oroshi, der trifft nur Aluminium. Lange Gesichter bei den Fans des FC Machfeld Mansdorf. Jakob Josic probiert es dann mit einem Freistoß aus großer Distanz. Er verfehlt aber das Ziel. Dann wieder Kinzel bei den Neusiedlern. Und Nowotny klärt da auf der Linie. Carsten Janker weiß Verbesserungen. Hoffentlich nimmt seine Mannschaft das auch an. Wieder Josic zieht er in die Mitte, kann nicht gestoppt werden. Jakob Josic! Aber auch der Schuss zu ungenau. Aber schon besser wie der Freistoß. Dann der herrliche Pass auf Ratko Bulic. Fast mit dem Pausenpfiff die Führung für die Mansdorfer. Der Ball geht aber knapp am langen Eck vorbei. Kraus wäre da geschlagen gewesen. Halbzeitstand zwischen Mansdorf und Neusiedl 0:0. Die zweite Spielhälfte beginnt, wie die erste aufgehört hat, nämlich mit Chancen der Heimischen. Strapajevic auf Opong, der gegen Sonnleitner geht da vorbei. Opong, abgefälscht die Flanke. Der Eckball, der bringt nichts ein. Carsten Janker will die Führung seiner Mannschaft gerne sehen, sieht aber dann diese Aktion von Weber und ein Handspiel. Oder doch nicht? Nowotny zeigt es an, nein. Die Neusiedler wollen aber einen Elfmeter haben. Der Schiedsrichter gibt aber keinen. Sascha Steinacher lässt sich das genauer erklären.
Es bleibt aber dabei. Kein Elfmeter für Neusiedl und dann kommt René Kribak ins Spiel. Der Jolly Joker, der Mansdorfer. Gegen den Sportclub hat er 9 Sekunden gebraucht für ein Tor. Und auch immer wieder ist er als Joker im Einsatz. Zuvor aber noch Jakov Josic mit der tollen Chance. Sein Schuss geht aber wieder knapp am Tor vorbei. Die Mansdorfer, die zielen halt nicht genau genug. Und die Neusiedler, die spielen sich in der eigenen Hälfte. Boland, Wodiczka bekommt den Ball nicht weg und dann ist es Robert Bentsch und der Kapitän mit dem nächsten Fehlschuss. Aber die Mansdorfer, die wollen es jetzt wissen. Chancen fast im Minutentakt. Bulic, Eckball, René Kriwak mit dem Kopfball, da kommt Kraus nicht mehr ran, 1-0. Jetzt hat es geklappt, 73. Minute und der Joker hat gestochen. René Kriwak trifft per Kopf. Der war da im 5. Stock, Boland nur im 2. Und somit kommt er da frei zum Köpfeln. Der lange Mansdorfer und der macht die Führung für seine Mannschaft. Die Neusiedler mit der Antwort, das ist Weber auf Maurer. Sein Schuss wird abgefälscht und taucht da plötzlich vor Petermann auf, aber der rettet, was zu retten ist. Und bewahrt seine Mannschaft vor einem Gegentreffer. Dann wieder Josic mit einem Eckball. Novotny, Latte! Die nächste große Möglichkeit und die Mansdorfer, ja, die scheitern, wenn nur an der eigenen Chancenauswertung. Nächste hochkarätige Chance für die Niederösterreicher. Vielleicht glaubt ihr jetzt Trapajevic. Herrlicher Pass in die Spitze. Obong, was für ein Treffer. 2-0, 80. Minute. Und jetzt muss ich überlegen, was schöner ist. Der Treffer oder die artistische Einlage von Obong. Ich bleib beim Tor. Aber was für ein Pass von Trapajevic auf Obong. Der nimmt den Wolle. Keine Chance für Kraus. 2-0 für Mansdorf. 80 Minuten gespielt. Die Neusiedler geben sich aber noch nicht geschlagen. Maurer mit der Hereingabe, Kinzel per Kopf. Aber das ist nicht seine Spezialität. Dann wieder Obong gegen Wodiczka. Nimmt er das Tempo raus. Herrliche Übersicht. Mula Halilovic, aber er scheitert. An Kraus. Gut gespielt von Obong, hat er das Tempo rausgenommen. Aber Mula Halilovic bringt den Ball nicht im Tor der Neusiedler unter. Dann nochmal Mula Halilovic im Zusammenspiel mit Jakov Josic. Schöner Doppelpass und dann Sonnleitner mit dem Foul. Elfmeter. Jetzt gibt's ihn, aber auf Seiten der Mansdorfer. Sonnleitner foult Mula Halilovic, bekommt auch noch die gelbe Karte für dieses Foul. Und Samuel Obong lässt sich das natürlich nicht entgehen. Trifft zum 3-0. Doppelpack des Flügelflitzers des FC Machfeld Mansdorf. Und somit ist diese Partie gegessen. Schlussendlich dürfen sich die Mansdorfer trotz vieler vergebener Chancen zu Recht über den 3-0-Erfolg gegen Neusiedl freuen. Ja, also für uns war es sehr wichtig, weil wie man sieht auf der Tabelle, haben wir in der Vergangenheit so schwierige Partien gehabt. Und ja, für uns war heute einfach sehr wichtig, dass wir gewonnen haben, die 3 Punkte mitgenommen haben und ja, wir haben gewonnen, das ist das Wichtigste. Ich bin jetzt seit Sommer hier und ich wurde gut aufgenommen, die Mannschaft unterstützt mich auch und ja, ich kenne auch den Trainer. Ich bekomme es, also er gibt mir den Vertrauen und deswegen momentan, ich gebe mein Bestes, dass ich die Mannschaft helfen kann und ja. Ich versuche alles immer zu geben. Das ist das, was ich immer tue. Ja, ich meine, unser Ziel, dass wir oben mitspielen, auf jeden Fall. Wir haben zwar nicht so gut begonnen, aber das Ziel, dass wir mindestens ersten 3 dabei sind. Und jetzt muss man schauen, dass wir langsam Gas geben. Ersten letzten Spiele waren nicht so gut und jetzt muss man schauen, dass wir wieder da sind. Und das ist das Ziel. Grundsätzlich war es eine ordentliche Partie von uns. Meiner Meinung nach hätten wir 1-0 in Führung gehen müssen, weil wir einen klaren Elfmeter gegen uns nicht gegeben haben. Klar, das erste Tor aus einer Standard musst du besser verteidigen. Das zweite Tor ist dann zu einfach. So liegt es halt dann 2-0 hinten. Hast aber auch deine Möglichkeiten
zum Führungstreffer gehabt. Das ist halt so eine Sache bei uns. Das ist halt auch ein bisschen eine Qualitätssache. Wir sind da sehr jung vorne aufgestellt. Die brauchen noch Zeit, die jungen Spieler, damit sie wissen, wo sie hinlaufen sollen. Wir waren zum Schluss, nach 90 Minuten waren 6 Spieler, zwischen 18 und 20. Es dauert halt einfach, ja. Das sind die ersten Regionalliga-Jahre oder Regionalliga-Spiele bei jemandem. Und dementsprechend braucht man ein bisschen Geduld. Nur klar, müssen wir auch schauen, dass wir endlich uns für Leistungen belohnen, so wie wir spielen. Lange konnten die Neusiedler mit den Machfehlern mithalten. Am Ende gab es aber dann doch einen deutlichen Sieg. Der Niederösterreicher Trainer Carsten Janka hatte wieder einmal ein glückliches Händchen gezeigt. Bereits gegen den Wiener Sportclub traf René Griwak nach seiner Einwechslung und auch dieses Mal war er erfolgreich. Samuel Obonk machte mit seinem Doppelpack den Sieg dann klar. Für die Mannsdorfer war es übrigens der erste Heimsieg seit dem 1. November 2019. Damals gab es einen 2:0-Erfolg über den Wiener Sportclub. Somit ist auch diese Serie beendet. Wir kommen zum nächsten Spiel der 6. Runde und diese lautet 1. Wiener Neustädter SC gegen das Team Wiener Linien. Die Niederösterreicher konnten in den bisherigen 5 Runden noch nicht wirklich überzeugen und erst 4 Punkte erobern. Das größte Problem von Osman Bozkurt und Co. Sie bekommen den Ball einfach zu selten im Tor der Gegner unter. Erst in einem Spiel gelang dieses Kunststück der Bürgermeister 11 und da durfte man auch gleich einen Sieg bejubeln. Das Team Wiener Linien schleicht sich schon wie im Vorjahr wieder von Erfolg zu Erfolg. Die Gaga 11 hält nach 3 Spielen bei starken 6 Punkten. Da ist natürlich das Ziel der Wiener glasklar. Der nächste Dreier soll her. Wiener Neustadt gegen das Team Wiener Linien. Zwei Mannschaften, die eigentlich auf Augenhöhe agieren. Vielleicht sogar das Team Wiener Linien ein bisschen stärker ist. Delic auf Okta Yendi. Die wollen es gleich wissen zu Beginn. Dazza und auch klar können da Okta Yendi gerade noch stoppen. Das Team von Herbert Gaga mit der nächsten Möglichkeit. Rajkovic mit dem Schuss. Allerdings geht der weit übers Tor. Aber wie gesagt, besser schießen, besser einen Abschluss als in einen Konter laufen. Herbert Gaga sieht eine gute Leistung seiner Mannschaft, aber jetzt einmal die Neustädter. Das ist Marco Tominkus mit der Nummer 30. Seine Flanke, er hat dann Uzun mit der Hand vor Almir Mujkic. Aber Abseitsstellung schon von den Neustädtern. Der Treffer hätte nicht gezählt. Das Team Wiener Linien mit 2 Siegen. Schon in dieser Meisterschaft die Neustädter erst mit 4 Punkten. Und das ist wieder Okta Yendi. Der ist auffällig auf der Seite. Aus dem Hinterhalt. Dann der Schuss von Josip Francesevic. Der geht aber knapp neben das Tor. Noch keine Gefahr für Philipp Klar im Tor, der Neustädter. Den Bürgermeister, dem wird doch nicht kalt sein da auf der Trainerbank. Denn immer wieder kommen die Spieler vom Team Wiener Linien da gefährlich durch. Das ist Manuel Gaga. Der wird da gelegt, allerdings außerhalb vom Strafraum. Kein Elfmeter, nur Freistoß für die Wiener. Und das ist eine Angelegenheit für Andi Bauer, der wird abgefälscht. Gute Aktion von Andi Bauer vom Routinier. Der Eckball bringt aber nichts ein. Dann wieder guter Spielaufbau vom Team Wiener Linien, das ist wieder Gaga. Guter Doppelpass, Gaga zieht da in dem Strafraum, Stangelpass und dann ist es Luka Radulovic, der das eigene Außennetz trifft. Delic wäre da schon dahinter gelauert, zum Einschießen bereit gewesen, aber Radulovic kann den Ball zum Eckball abwehren. Großes Glück für die Neustädter, Pech für das Team Wiener Linien. Die spielen auf den Führungstreffer. Wieder über die rechte Seite, Spahic verliert da den Ball, das darf nicht sein im eigenen 16er und dann ist es Suda. Herrlicher Abschluss, 1:0 für das Team Wiener Linien. Die Gäste führen also. Daniel Suda, der Torschütze. Aber was für ein Bock von Spajic. Der trippelt da im eigenen 16er, verliert ihm. Suda kennt da keine Gnade und nagelt den Ball da ins Tor. 1:0 nach 26 Spielminuten.
Und die wollen gleich das zweite schießen, Milicevic. Auf Delic, der legt quer. Und dann ist es Weidinger, der vor Gaga zur Ecke klärt. Die nächste gute Aktion vom Team Wiener Linien. Wie schaut es eigentlich mit den Neustädtern aus? Ja, die kommen auch hin und wieder gefährlich vor das Tor der Wiener. Vielleicht jetzt einmal. Maximilian Sellinger mit dem Schuss, aber auch der geht weiternehmen. So richtig gefährlich war der dann noch nicht. Suda. Da ist immer wieder viel Platz zwischen den Linien der Neustädter. Rajkovic. Auch der wird nicht attackiert mit der Hereingabe. Spajic fängt da den Ball ab. Sellinger, was für ein Fehlpass von Sellinger, Delic. Und das ist das 2:0. Manuel Gaga, der Torschütze, aber der Treffer zählt nicht. Abseitsstellung von Delic, aber die stimmt nicht. Weit und breit kein Abseits von Delic. Der Treffer hätte zählen müssen, war regulär. Tut es aber nicht. 1:0, der Halbzeitstand noch immer für das Team Wiener Linien. Die Neustädter kommen aus der Kabine und haben gleich die erste Möglichkeit. Ertanuzzo und da im Getümmel Potzkurt. Gute Möglichkeit für Osman Potzkurt. Zwei Tore haben die Neustädter in dieser Saison erzielt. Eines geht auf sein Konto, damals beide gegen die Neusiedler. Jetzt hat er aber noch nicht getroffen. Die spielerische Linie gehört ganz klar den Wienern. Rajkovic bringt da den Ball zur Mitte. Delic fehlen da nur Zentimeter. Der rutscht am Ball vorbei. Gute Möglichkeit aufs 2:0, also vergeben von Jasmin Delic, dem routinierten Kapitän der Wiener. Eckball. Rajkovic. Der kommt gefährlich. 2:0. Jasmin Delic macht's. Nach seinen beiden Treffern gegen Straßburg trifft er also auch gegen Wiener Neustadt. Und da hat Thomas Biermeier, der Kapitän der Neustädter, im Zweikampf gar nicht gut ausgesehen. Lässt sich da überrumpeln von Delic und der trifft zum 2:0 also. Und die Neustädter sind jetzt gefragt. Ertanuzzo. Dreht er den Ball fast über die Latte. Potzkurt aber schon mit dem Foul. Nächste Möglichkeit abgepfiffen für die Wiener Neustädter nach dem Foul von Osman Potzkurt. Der Bürgermeister fordert seine Jungs nochmal auf, Gas zu geben. Vielleicht gelingt er noch der Anschlusstreffer oder vielleicht sogar der Ausgleich. Bin da mit der Flanke, aber die ist ein bisschen zu weit für den eingewechselten Abner Brenki. Die nächste gute Möglichkeit für die Heimischen also vergeben. Die Neustadt-Fans haben auch eine Meinung zu Corona. Wir sagen jetzt nichts dazu. Was sagen wir zur nächsten Chance für die Neustädter? Die ist nicht schlecht. Luca Klee, die Neuverpflichtung aus Mattersburg, hat die zirkelt den Ball aber übers Kreuzeck. Es bleibt beim 0:2. Wieder kein Treffer für Wiener Neustadt. In der zweiten Halbzeit sind sie präsenter, übernehmen das Kommando. Binder gegen Rajkovic, immer noch Binder. Der narrt da die Verteidigung vom Team Wiener Linien. Und dann ist es Sheriff Abd El Rasek mit dem Schuss, Uzun mit der Parade. Herbert Gager sendet den Schlusspfiff entgegen. Ertanuzzo hält die Null. Das Team Wiener Linien feiert einen 2:0-Sieg.
Ja, wieder kein Treffer für die Neustädter, somit auch wieder keine Punkte. Besser hat es das Team Wiener Linien gemacht. Sie nehmen die 3 Punkte mit und klettern in der Tabelle weiter nach oben. Die Gagelf hat bereits 9 Punkte am Konto. Letzte Saison hatte man nach 4 Spielen nur magere 3 Zähler erobert. Die Marschrichtung stimmt also. Und als nächsten Gegner gibt es morgen im Nachtragsspiel Titelkandidat Stripfing. Ankick ist um 19 Uhr. Das Team Wiener Linien mausert sich also zu einem Überraschungsteam in dieser Saison. Eine Mannschaft hat das definitiv schon geschafft und das ist der ASK BSC Bruck an der Leiter. Denn die Sandner Elf hat in den bisherigen 5 Runden gezeigt, dass sie eventuell sogar das Zünglein an der Waage im Kampf um den Meistertitel sein könnte. Die Brucker haben nicht nur den Wiener Sportclub und auch Stripfing an den Rande der Niederlage gebracht. Auf eigener Anlage hat man noch eine weiße Weste vorzuweisen. 3 Spiele, 3 Siege stehen da zu Buche. Und jetzt bekommt man es mit dem FC Mauerwerk zu tun. Und diese Mannschaft, das ist ein bisschen so eine Wundertüte. Die Simmeringer haben nämlich erst 1 Spiel am Konto und dieses war vor knapp einem Monat. Damals ein 3:1-Sieg über Straßburg. Außerdem konnten Kuhan und Co. in den letzten 14 Tagen wegen einer Corona-Quarantäne nicht trainieren. 2 Einheiten standen vor dem Duell mit den Niederösterreichern am Programm. Ob das ein Nachteil für Mauerwerk ist, das schauen wir jetzt an. Der nächste Heimsieg soll eingefahren werden und das wäre dann Nummer 4 für den ASK BSC Bruck an der Leiter. Gespielt wird gegen den FC Mauerwerk und der kam aus der Corona-Quarantäne und hat erst 1 Spiel am Konto. Aber die Simmeringer beginnen wie aus der Pistole geschossen. Das ist Solomon Duha mit der Hereingabe. Stadler zum ersten, Stadler zum zweiten. Den Nachschuss von Keisuke Ida hatte dann packen können. Die erste Bewährungsprobe also für die Brucker. Dann Bokai mit dem weiten Pass und plötzlich taucht Matusz Paukner alleine vor Mikulic auf und der macht das Ding 1:0 für die Brucker. Matusz Paukner, 9. Spielminute, so einfach geht's. Einfach mal den Ball über die Viererkette, die Innenverteidigung nicht im Bilde, Paukner mit seinem 6. Saisontreffer. Mauerwerk aber nicht geschockt, Mamon Kashua mit dem Schuss knapp daneben, 21 Minuten sind gespielt. Dann wieder mal eine Unachtsamkeit in der Verteidigung, Nezina auf und davon, legt quer und das ist Ilija Dejanovic, 2:0. 27. Minute. Die Brucker jubeln, Mauerwerk am Boden. Salomon Duha ist da in der Mitte ausgerutscht. Dejanovic hat keine Probleme, diesen Ball im langen Eck unterzubringen. Und die Sandnail führt verdient mit 2:0. Dann gehen sie es ein bisschen gemächlicher an. Bokai zurück zu Stadler. Und was macht der? Ein katastrophaler Bock. Antonio Vidovic sagt Dankeschön, 1:2 und er erweckt seine Mauerwerker wieder zum Leben. Aber was für ein Bock von Stadler. Herbst kann nichts mehr retten. Vidovic mit dem Anschlusstreffer. Noch einmal. Wer weiß, was Stadler da machen wollte. Ich glaube, er selbst auch nicht. Vidovic nützt es aus. 2. Saisontreffer für den Stürmer des FC Mauerwerk. Aber es dauerte nicht lange und die Brucker haben die nächste tolle Möglichkeit. Dejanovic und das ist Bokai. Und mit vereinten Kräften können die Simmeringer da das 1:3 verhindern. Thomas Bokai wieder mal gefährlich aufgetaucht im gegnerischen Strafraum. Und aufgetaucht im Strafraum ist auch wieder Mamon Kashua. Gut gemacht, aber er trifft nur das Außennetz. Und dann enteilt Matusz Paukner wieder mal der kompletten Mauerwerkabwehr. Überspielt Mikulic und per Innenlatte macht er das 3:1 aus extrem abseitsverdächtiger Position. Wir können es leider nicht auflösen. Allerdings haben die Brucker gesagt, es war doch schon abseits. Paukner ist es egal, der Schiedsrichter hat das dort sehen lassen, 3:1. Also für Bruck an der Leiter, 7. Saisontreffer für Matusz Paukner. Wir sind im 2. Abschnitt. Bokai wieder mit so einem weiten Pass, ein Schläfchen der Mauerwerkabwehr, das kennen wir schon. Schüttelt der Semmler, gibt den Foul an Nezina von Stefanovic und zeigt dem Mauerwerkkapitän die rote Karte wegen Torraub und obendrein gibt es 11 Meter für die Brucker. Stefanovic also vorzeitig unter die Dusche, 50. Minute, Matusz Paukner verschießt den 11 Meter
vielleicht als Wiedergutmachung für das Abseits-Tor hat er den jetzt nicht getroffen. Aber die Brucker, die wollen es weiter wissen. Paukner auf Netziner. Der sieht Kautz, Albert Kautz rein damit, 71. Minute. 4:1, die Brucker zerlegen Mauerwerk in die Einzelteile. Netziner wird nicht attackiert von Papa Dimitriou. Kautz ganz alleine, der schießt trocken ein. Mikulic wieder ohne Abwehrmöglichkeit. Die Brucker ziehen weiter davon, 4:1, und da wird der Deckel drauf sein in dieser Partie. Dann nochmal Kautz mit der Übersicht. Und das ist Ivic, sein Wolle, geht aber dann übers Tor. Das war auch die letzte Aktion von Ivic, er wurde dann ausgewechselt. Die Brucker haben aber noch lange nicht genug. Wieder Paukner mit viel Übersicht. Albert Kautz, Mikulic und die Latte verhindern das 5:1 für die Brucker. Das wäre dann auch schon ein bisschen zu hoch. Und dann strömender Regen hat auch schon eingesetzt. Und Keisuke Ida probiert es da auf eigene Faust gleich gegen 4. Brucker Vidovic, was für ein Tor. Ansatzlos geschossen, kurzes Eck. 88. Minute, die Mauerwerker verkürzen auf 2:4. Antonio Vidovic, der Torschütze. Schöne Vorarbeit von Ida. Der war da nicht zu stoppen am rechten Flügel. Und Vidovic, das ist ein Tor für die Kategorie Tor der Runde. 2 Minuten später ärgert sich Vidovic nach einem Foul. Und er hat schon gelb, somit gelb-rot von Schiedsrichter Semmler. Und Vidovic wird seinem Mann dann fehlen im Spiel gegen Wiener Viktoria. Er beschwert sich, die Brucker feiern. Ja, Tag der Geschenke in Bruck an der Leiter. Mauerwerk muss sich den Heimischen mit 2:4 geschlagen geben. Die Abwehr der Simmeringer, die war alles andere als sattelfest. Glich eher einem Schweizer Käse mit vielen Löchern. Aber auch die beiden Ausschlüsse waren alles andere als notwendig. Das hat auch Trainer Stefan Rieger so gesehen. Was er zum Spiel gesagt hat, hören wir uns jetzt im Interview an. 2:4 ist es am Ende geworden hier in Bruck an der Leiter für den FC Mauerwerk im zweiten Saisonspiel, ein Monat eigentlich nach dem ersten. Eine bittere Pleite, die man auch noch teuer bezahlt hat, 2 Ausschlüsse und eine katastrophale Abwehrleistung, würde ich sagen, oder? Tja, alle 4 Tore sind eigentlich geschenkt gewesen. Und wenn wir Pech haben, kriegen wir den Elfmeter noch ins Tor. Das heißt, dann haben wir also 5 bekommen. Und so kann man eigentlich nicht auftreten, zumal wir keine Entschuldigung suchen brauchen wegen 2 Tage Training oder so. Solche Fehler kann man auch nach 10 Tagen Training machen, beziehungsweise darf man eben nicht machen. Und wenn da 3 lange Bälle durchrutschen und wir eigentlich nach vorne relativ aktiv gespielt haben, kann man ein Spiel so im Prinzip nicht gewinnen. Und das ist eine bittere Lehre für uns. Und wie gesagt, müssen wir munter wischen und das nächste Spiel am nächsten Sonntag mit einer anderen Einstellung angehen und vor allen Dingen auch diese eklatanten Abwehrschwächen ausmerzen. Geht nicht anders. Was ich auch noch sagen will, ist diese Ausrede oder Ausrede unter Anführungszeichen, hast ja auch du gesagt, lass doch nicht gelten, auch wenn ich jetzt nur 2 Tage trainiert habe, solche Fehler. Was man auch untypisch gesehen hat für Mauerwerk ist diese vielen Fehlpässe, dieses Passspiel, das war einfach nicht gut. Also das Passspiel, wie gesagt, kann man in 10 Tagen Pause oder 14 Tagen Pause sicherlich auch nicht als Ausrede nehmen. Der Platz war für alle beide Teams das gleiche, rutschige Geläuf und der Ball war im Prinzip genauso zu spielen. Ich meine, es ist immer so, wenn die Euphorie war eigentlich vorm Spiel relativ groß und ich habe schon immer gebremst und gesagt, okay, lasst uns erstmal rausgehen und spielen. Von der Spielanlage her ist das halt unser Fußball, den wir spielen wollen und wenn dann halt ich sag mal, die Passquote nicht 80% ist, sondern bei 65 liegt, passiert halt sowas. Und wenn die ersten Bälle von der Abwehr schon ins Nirgendwo gehen, dann kannst du halt wirklich kein Fußballspiel gewinnen. Und ich kann Bruck gratulieren, aber ich kann nicht sehen, dass Bruck jetzt eine super Übermannschaft war, die als Tabellenvierer, Zweiter oder Dritter uns hier weggeputzt hätte. Also ist wirklich eine bittere Erkenntnis. Können wir nicht ändern. Wie gesagt, wir werden genug Kritik dafür einstecken müssen und nächsten Sonntag gegen Wiener Viktoria wird es nur besser werden. Hoffe ich.
Du sprichst es gerade an, das Spiel gegen Wiener Viktoria, aber zwei Spieler werden einmal nicht dabei sein. Das ist einmal Markus Stefanovic, der wegen einer roten Karte sicher fehlen wird. Und der zweite ist Antonio Vidovic, der zweifache Torschütze von heute gegen Brugg. Der wird sicher wehtun, weil das war einer der wenigen, der sich wirklich aufgerieben hat da vorne. Die erste gelbe Karte war ein bisschen hart. Die zweite gelbe Karte hat er sich in der 90. geärgert, weil er einen Foul gegen sich bekommen hat. Aber der wird schon fehlen, oder? Sicherlich wird er fehlen, aber trotzdem muss Antonio mit seiner Erfahrung den Ball nicht zu provokativ mit der Faust wegschlagen. Ich meine, da muss man auch sagen, okay, Nachspielzeit, das Spiel war 4-2 beendet, da muss ich mir nicht noch die gelb-rote Karte holen. Und das ist ganz einfach eine Disziplinlosigkeit, die wir nicht hinnehmen können. Und da müssen wir mit den Leuten reden und arbeiten, weil, wie gesagt, völlig unnötig, ob nun erstes Foul und ob nun ein Tor davon abseits war, brauchen wir alles nicht zu reklamieren. Fakt ist, wenn der Schiedsrichter pfeift, ist das Spiel beendet. Und wenn der Linienrichter die Fahne nicht hebt, dann war es kein Abseits. Natürlich hat man die fehlenden Trainingseinheiten bei den Simmering gemerkt. Körperlich hielten sie aber doch mit den Bruckern durchaus gut mit. Aber die Passquote, die war an diesem Tag alles andere als gut. Die war eigentlich unterirdisch. Albert Kautz, er fixierte das 4-1 für die Brugger. Und was er zum vierten Heimsieg in Serie zu sagen hat, hören wir uns jetzt an. Albert Kautz, nächste tolle Leistung der Brugger, haben sich wieder belohnt mit 3 Punkten. So kann es weitergehen. Zu Hause viertes Spiel, viertes Sieg und ein herrlicher Treffer von dir. Ja, es ist daheim rennt sehr gut, wenn man es vorgenommen hat, dass wir daheim ungeschlagen bleiben, so lange wie möglich. Ja, ich habe halt probiert, solange es geht, und haben mich halt wieder mal belohnt und bin sehr zufrieden mit der Leistung unserer Mannschaft. Und Marwijk, muss man sagen, haben es wirklich nicht schlecht gespielt, aber die haben wir jetzt auch 2 Wochen ausgelassen. Also haben wir, glaube ich, auch Glück gehabt, dass wir sie jetzt gehabt haben und nicht später, weil die sind wirklich fußballerisch wirklich nicht schlecht. Aber ihr habt das gut gemacht, ihr habt es angepresst von Beginn an, habt das nicht richtig spielen lassen, immer wieder unter Druck gesetzt, zu Fehlpassen gezwungen und vorne war es eigentlich eiskalt bis zum Elfmeter, oder? Weil den hat man dann verschossen. Ja, genau. Das hat der Trainer uns das vorgegeben vor dem Match, dass wir vorne abpressen, das ist unsere Spielphilosophie, haben wir ziemlich gut hingekriegt und ja, Mato schon 2 gehabt, hat er gesagt, fair play den letzten. Das zweite war angeblich auf Zeit, da gesagt, macht der Fairplay, legt dann auf Zeiten. Das war alles ausgemacht. War alles ausgemacht. Wo geht die Reise der Brugger noch hin? Wo wollt ihr noch hin eigentlich? So hoch wie möglich, ganz nach oben. Keine Frage. Wir wollen oben mitspielen. Ja, den Bruggern, denen kann man zur bisherigen Performance nur gratulieren. 12 Punkte in 6 Spielen kann sich mehr als nur sehen lassen. Gespannt darf man jetzt natürlich auf Mauerwerk sein. Immerhin haben die Simmeringer noch 3 Nachtragsspiele zu absolvieren. Sollten sie diese gewinnen, schaut die Welt auch schon wieder ganz anders aus. Nächste Möglichkeit gibt es am Sonntag im Heimspiel gegen Schlusslicht Wiener Viktoria. Das war es erst mit dem Teil 1 der dritten Liga. Wir sind nach einer kurzen Werbung gleich wieder mit einem echten Leckerbissen für Sie da. Der Wiener Sportclub bekommt es nämlich mit Dreiskirchen zu tun. Bis gleich. Wir sind zurück in der dritten Liga. Hallo und herzlich willkommen zurück. 3 Spiele haben wir Ihnen schon im ersten Teil gezeigt. Echte Überraschungen gab es jetzt aber nicht wirklich. Das Team Wiener Linien besiegte den ersten Wiener Neustädter SC mit 2-0. Machfeld-Mansdorf konnte Neusiedl am See mit 3-0 auf die Heimreise schicken. Und Brugg an der Leiter feiert einen 4-2 Heimsieg über den FC Mauerwerk. Und jetzt kommen wir zum Spiel zwischen dem Wiener Sportclub und FCM Dreiskirchen. Die Wiener starteten perfekt in die neue Saison. 4 Spiele, 4 Siege und als Belohnung gab es für die Weinstaber 11 die Tabellenführung. Allerdings zeichneten sich die Dornbacher vor allem als Standardspezialisten aus. 5 von 8 Treffern entstanden aus einem ruhenden Ball. Aus dem Spiel gelang noch nicht wirklich viel. Dreiskirchen fiedelt hingegen und fiedelt und fiedelt, konnte sich aber bislang für die tollen Leistungen noch nicht wirklich belohnen. Im letzten Spiel gegen Wiener Viktoria zeigte man sich in Spiellaune und fuhr auch einen Sieg ein. Fehler abstellen und ein Offensivspektakel, das will man jetzt auch im Spiel gegen den Wiener Sportclub abliefern. Schauen wir mal, ob es das gegeben hat. Strömender Regen in Dornbach. Der Wiener Sportclub trifft auf Dreiskirchen. Das Topspiel der Runde. Wer wird dieses für sich entscheiden? Lederer mit dem ersten Freistoß für Dreiskirchen. Und Jandl mit dem Klärungsversuch aufs eigene Tordach. Der Eckball bringt nichts ein. Die Dreiskirchner mit Bayrami. Und dass der schießen kann, hat er schon letzte Partie bewiesen. Aber auch dieses Mal zu ungenau. Dann Ballverlust von Hayden.
Dietrich Kirchner spielt da sehr gut. Das ist Patrick Haas und der hat da keine Mühe, den Ball mehr ins Tor einzuschieben. 1:0 für Dreiskirchen, Torschütze. Patrick Haas, schön gemacht, Brügelhof fährt ins Leere. Nach einer Spielerei von Heiden da hinten. Und die Dreiskirchner wollen gleich nachsetzen. Leo Marosch auf Fischauer. Fischauer, der bleibt aber am Brügelhof hängen. Nächste gute Aktion der Dreiskirchner, Offensivabteilung. Und die spielen das gar nicht so schlecht in der ersten Halbzeit. Haas wieder auf Bayrami und dieses Mal geht der Schuss rechts am Tor vorbei. Vielleicht klappt es jetzt mit dem zweiten Treffer, Patrick Haas, mit einem Freistoß. Aber auch der geht deutlich über das Tor des Sportclubs. Trainer Robert Weinstaubel will einen Wechsel, Seitenwechsel oder einen Chancenwechsel. Jetzt ist der Sportclub dran. Andrei Todorowski und wir wissen, der Sportclub ist gefährlich aus Standards. Der war noch nicht so. Wieder Todorowski, dieses Mal auf Gusic. Und Grischke mit der Parade. Wir nähern uns dem Ausgleich anscheinend. Denn alle guten Dinge sind drei. Todorowski mit dem nächsten Freistoß und der ist gefinkelt geschossen und findet natürlich den Weg ins Tor. 1:1 Andrei Todorowski. Nächster Standardtreffer des Wiener Sportclub. Aus dem Spiel klappt es nicht so, aber nach Standards und ruhenden Bällen ist der Sportclub eine Macht. Todorowski mit seinem vierten Saisontreffer, also zum 1:1 Ausgleich. Und die Partie ist offen, geht hin und her. Ivan, gute Hereingabe, wieder ist es Todorowski, nur Sekunden nach dem Ausgleich mit der nächsten Möglichkeit. Bayrami steht dem nichts nach. Brögelhof mit den Fäusten. Halbzeitstand 1:1 zwischen dem Wiener Sportclub und Dreiskirchen. Einschwören auf die zweite Halbzeit beim Wiener Sportclub. Und die wird furios, nicht nur vom Sportclub. Haas mit der Hereingabe. Das ist Hirschhofer. Dreiskirchen kriegt den Ball nicht weg. Und dann ist es Buzug, der da zum ersten Mal anklopft in der zweiten Halbzeit. Aber dann doch verzieht. Die Fans brauchen ihr Kommen da nicht zu bereuen, obwohl es in Strömen regnet. Leo Marosch, was macht er da? Mit der Ferse legt er den Ball hier Schofer auf. Grischke mit der Parade. So darf man sich in der Abwehr nicht anstehen. Aber ich glaube, das wissen die Dreiskirchner. Die haben schon des Öfteres irgendwelche Spielereien da hinten gemacht, wo sie dann mit einem Gegentreffer bestraft worden sind. Corwin Außeneck mit dem Fallrückzieher. Artistisch eingebracht hat es nichts, außer einen Corner. Und der hat dieses Mal nichts eingebracht. Oder doch? Todorowski, der dreht den Ball wieder Richtung Tor. Aber Grischke, aufmerksam, Coach Bachmeier zum ersten Mal in der Coachingzone unterwegs. Jetzt ist seine Mannschaft mal dran mit einer Standard. Haas, die kommt auch nicht so schlecht. Bayrami, der schießt, Brügelhof mit der Parade und dann Lederer. Noah Lederer per Kopf aus ungefähr einem Meter. Neben Tor, schauen wir uns das nochmal an. Die Parade von Brügelhof und dann Lederer. Trifft das leere Tor nicht per Kopf. Es bleibt beim 1:1. Die größte Möglichkeit, um in Führung zu gehen, jetzt von Noah Lederer vergeben. Die Dreiskirchner, herrlich gemacht, Fischauer, ein Gusto-Stücker, lässt er den zweiten Sportclub-Spieler stehen. Fischauer, Baldowski, Brögelhof, unfassbar, wie es da jetzt abgeht. Marvin Trost aus der Distanz dann, knapp übers Tor. Unfassbar die Partie. Chancen hüben wie drüben. Wir sind schon wieder vor dem Tor der Dreiskirchner. Das ist Miroslav Beljan, Aufsitzer, Grischke aber ganz sicher. Todorowski wäre schon da gestanden zum Abstauben. Unfassbar intensiv diese Partie. Bayrami auf Baldowski, Mario Baldowski. Und wieder ist es Brögelhof, der den Sportclub vor einem Verlusttreffer rettet. 1:1, aber in diesem Spiel könnte es schon gut und gerne 4:4 stehen. Chancen, unfassbar. Der Sportclub ist wieder dran. Beljan. Und auch der geht knapp drüber.
Wieder so eine Standard. Wieder. Miroslav Belian, der bringt da den Ball gut zur Mitte. Küßler! Grischke und die Latte verhindern die Führung des Sportclub. Unfassbarer Schuss von Julian Küßler. Aber nur die Latte und die Fingerspitzen von Grischke verhindern die Führung des Sportclubs. Schauen wir uns das nochmal an. Wunderbarer Schuss. Und Grischke mit der Glanztat kann da den Ball an die Latte lenken. Dass da noch kein weiterer Treffer gefallen ist, ist eigentlich sensationell. Die Dreiskirchner über rechts mit der Hereingabe. Und dann rutscht alles aus und Patrick Haas, der vergibt da den Matchball in der 91. Minute. Ganz alleine vor Brögelhof und der rettet dem Sportclub einen Punkt. 1:1 der Endstand. Ein unfassbares Spiel mit Chancen, ja fast im Minutentakt, das 1:1 komplett ungerecht. Dieses Spiel hätte sicherlich 4:4 ausgehen können oder sogar müssen, der Wiener Sportclub. Aber muss sich zum ersten Mal in dieser Saison also geschlagen geben. Sie holten nur einen Punkt, das 1:1 gegen Dreiskirchen. Wird sie nicht gerade zufriedenstellen, aber wieder einmal war es Andrej Todorovski, der die Dornbacher mit einer Standardsituation am Leben gehalten hat. Es war sein 4. Saisontreffer. Zweimal war es einem Freistoß und je einmal aus einem Direktcorner und einem Elfmeter erfolgreich. Die Niederösterreicher belohnten sich wieder einmal nicht für eine starke Leistung. Die Bachmeier Dollar 11 war dem Sieg eigentlich ein bisschen näher, muss sich aber mit einem Punkt zufrieden geben. Ja, und das war's schon wieder mit der 6. Runde in der 3. Liga der Regionalliga Ost. Fassen wir den Spieltag noch einmal zusammen. Das Team Wiener Linien gewinnt also gegen den 1. Wiener Neustädter SC mit 2:0. Bruck an der Leiter setzt sich gegen den FC Mauerwerk mit 4:2 durch. Der Wiener Sportclub und FCM Dreiskirchen trennen sich 1:1. Und Machfeld-Mansdorf lässt Neusiedl am See keine Chance und gewinnt mit 3:0. Die Spiele Wiener Viktoria gegen Stripfing und Admira Juniors gegen Leobendorf mussten abgesagt werden. Werfen wir auch noch gleich einen Blick auf die Tabelle. Der Wiener Sportclub liegt weiter an der Spitze. Auf den weiteren Plätzen rangieren Bruck an der Leiter, Leobendorf, Stripfing und das Team Wiener Linien. Am Tabellenende gibt es nichts Neues. Die rote Laterne hat immer noch Wiener Viktoria umhängen. Die Torschützenliste darf natürlich auch nicht fehlen und da hat Brucks Matus Paugner mit 2 Treffern gegen Mauerwerk die Führung ausbauen können und hält jetzt bei 7 Volltreffern. Samuel Opong und Andrej Todorovski lauern mit Miroslav Milosevic dahinter mit je 4 Toren. Die Spiele der 7. Runde stehen am Wochenende am Programm, davor gibt es aber noch ein Nachtragsspiel. Wie schon gesagt, am Dienstag trifft Stripfing um 19 Uhr auf das Team Wiener Linien. Die Partien für die 7. Runde, am Freitag geht es dann los mit Neusiedl am See gegen Admira Juniors. Dreiskirchen trifft im Derby auf den 1. Wiener Neustädter SC. Straßburg muss gegen den FC Machfeld-Mansdorf ran. Am Samstag dann das Topspiel zwischen Stripfing und dem Wiener Sportclub und der ASK BSC Bruck an der Leiter gastiert beim SV Leobendorf. Auch ein ganz interessantes Spiel. Am Sonntag dann zum Abschluss der Runde das Match FC Mauerwerk gegen das Tabellenschlusslicht Wiener Viktoria. Jetzt machen wir natürlich wieder einen Sidestep zu den übrigen 3. Ligen und wir starten gleich mit der Regionalliga Mitte und den Ergebnissen. Bad Gleichenberg besiegt Wels mit 6:0, Spital an der Trau und Stadl Paurer trennen sich 0:0. Weiz muss sich Gleisdorf 0:1 geschlagen geben, Karlsdorf gegen Vöcklermarkt endete 1:1. Die jungen Wikinger Ried besiegen WSC Hertha 2:1, Gurten kämpft und knöpft St. Anna ein 1:1 ab. Die Sturm Graz Amateure gewinnen 3:1 gegen Allerheiligen und die Partie zwischen den WRC Amateuren und DSC Wonisch Installationen endete ebenfalls 1:1. Remis. Die Tabelle der 3. Liga Regionalliga Mitte schaut wie folgt aus. An der Spitze der Tabelle hat es einen Wechsel gegeben. Gleisdorf hat sich die Führung geschnappt. Dahinter liegen St. Anna, die Sturm Graz Amateure, Bad Gleichenberg und WSC Hertha. Die rote Laterne hat jetzt Wels inne. Die 3. Liga Regionalliga Tirol hatte folgende Spiele zu bieten am Wochenende. Kitzbühel unterlag Hufstein 2:3, WSG Swarovski Tirol Amateure besiegen Telfs 3:0, Reichenau schoss Hall 5:1 vom Platz und Imst überraschte und besiegte Wacker Innsbruck 2 mit 1:0.
Und auch hier werfen wir natürlich einen Blick auf die Tabelle. Kitzbühel hat sich die Tabellenführung geschnappt und liegt jetzt 2 Zähler für Wacker Innsbruck 2 und Reichenau. Zehnter und somit letzter ist Hall. In der Regionalliga Salzburg gab es am letzten Wochenende nur 2 Spiele. Austria Salzburg besiegt im Spitzenspiel den FC Binsk aus Saalfelden mit 2:1 und Walsgrünau verlor gegen Bischofshofen 0:1. Die Tabelle? Kugel führt punktegleich mit Seekirchen und Austria Salzburg die Liga an. Walsgrünau liegt mit 7 Punkten am Tabellenende. Auch in Vorarlberg wurde in der dritten Liga gekickt. Hier die Ergebnisse. Schwarz-Weiß Bregenz gegen Rothenberg 1:2. Lauterach verliert gegen Hohenems 2:4. Wolfurt besiegt die Austria Lustern Amateure 4:2. Und Rankweil gegen Röthis endete 2:1. Auch hier natürlich wieder der Blick auf die Tabelle. Hohenems liegt mit 17 Punkten in Führung. Dahinter lauern Lauterach und Schwarz-Weiß-Bregenz. Das Schlusslicht in dieser Tabelle ist Röthis. Ja, und das war's schon wieder mit der dritten Liga hier bei uns auf Krone TV. Ich hoffe, Ihnen hat's gefallen. Wir sind morgen natürlich mit dem Livestream vom Spiel Stripfing gegen das Team Wiener Linien wieder für Sie da. Weiter geht's sonst am Donnerstag bei uns in der dritten Liga um 21.15 Uhr. Bitte nicht vergessen und einschalten. Ebenfalls nicht vergessen, unser Fan.at. Unsere Fan.at, Fanseite, unsere App Fußball aus jeder Ecke des Landes. Holen Sie sich die App im App Store und verpassen Sie von der Regionalliga Ost keinen Treffer mehr. Jetzt darf ich mich aber wirklich von Ihnen verabschieden und wünsche Ihnen noch viel Spaß mit dem weiteren Programm hier bei uns auf Krone TV. Auf Wiedersehen.